Hallo Leute, zu meinem heutigen Video. Heute wieder mein Linux Ubuntu Betriebssystem im Vordergrund gerückt. Für euch melde ich mich mal ganz kurz an mit meinem geheimen Root-Passwort. Und in ein paar Sekunden sehen wir mein Linux Ubuntu 12.04. Ja, nicht die aktuellste Version. Ich lege mehr Wert auf ein Betriebssystem, was stabil läuft. Ja, ich habe hier auch schon mein Cube mir eingerichtet, wie ihr sehen könnt. Ist immer ein guter Hingucker, wenn man Besuch hat. Und die meisten, ja, die dann kommen, so besonders in meinem Alter, kennen Linux gar nicht. Die sind mal froh, wenn sie eben sich bei Windows anmelden können. Und dann sind sie erstmal verwundert, warum mein Windows ganz anders aussieht wie ihrs. Dann erkläre ich den Leuten meistens eben, ja, es gibt Windows, es gibt macOS, dann gibt es auch Linux und ganz viele Linux-Distributionen, ja. Und dass man sein Linux eigentlich so einstellen kann, wie man es selber mag. Wenn man sich natürlich mit dem Betriebssystem einigermaßen auskennt. Das heißt, ich muss mich mit dem Betriebssystem ein bisschen, ja, annähern, also Literatur kaufen, Videos anschauen bei YouTube und ja, mich ein bisschen, ja, technisches Verständnis wäre natürlich auch noch gefragt. Und wenn ihr überhaupt kein, ja, Bastler seid, dann würde ich euch raten, Distributionen so beizubehalten, wie sie auch ausgeliefert werden. Also nichts groß an eurem Betriebssystem verändern. Denn eins muss man auch ehrlicherweise zugeben, so schön diese Compiz-Effekte auch sind mit diesen Bubble-Fenstern, ich öffne hier mal einfach mein Firefox, so gut diese auch sind, sie machen das System durchaus unstabil. Das heißt, es kann hin und wieder mal vorkommen, ja, dass euer System einfriert. Und umso mehr ihr hier im Compiz rummacht, gehen wir auch in Compiz, dass ihr es mal seht. Ja. Umso mehr ihr hier rummacht, umso mehr ist die Gefahr, dass euer Betriebssystem, ja, einfach einfriert. Natürlich kann man durch einen Terminal-Befehl alles, was man im Compiz eingeben hat, wieder zurücksetzen und man hat sein Betriebssystem dann wieder im Einsatz. Aber es ist doch, sag ich mal, ein durchaus erwähnenswerter Nachteil, dass wenn ihr hier euch austobt, dass es durchaus eben, ja, auch mal zu Abstürzen kommen kann. Ich möchte euch nur mal zeigen, was ich tue. Ich tue wirklich im Compiz das Nötigste verstellen. Ich habe diesen Zoom-Effekt drin, ja, und diesen Auszoom-Effekt. Den habe ich wirklich nur deswegen drin, weil ich, wenn ich Videos mache, dann auf einen gewissen Bereich aufmerksam machen kann und schnell wieder rauszoomen kann. Danach habe ich diesen, ja, wackeligen Fenstereffekt. Wenn ihr nur den hier reinmacht, habt ihr nichts zu befürchten. Ich hatte da eigentlich nicht wirklich irgendwann mal ein Betriebssystemauswahl wegen diesem wackeligen Fenster. Das klappt ganz gut. Ja, dann gibt es noch den Cube. Ich zeige natürlich nachher auch noch mal ganz kurz, wo ich das alles verstellt habe. Der Desktop-Würfel und Würfel drehen, die zwei Punkte sind hier ganz nicht unwichtig. Ich habe sie auf die Tastatur STRG Alt und Pfeil nach links oder rechts gelegt. Das heißt, jetzt wäre ich auf meiner zweiten Fläche. Ihr habt gesehen, dass ganz kurz ein Grafikfehler erscheint. Das habe ich auf verschiedenen Rechnern. Also das ist wirklich rechnerunabhängig. Das hat man auf verschiedenen Rechnern. Falls ihr die Lösung habt, ich habe keine gefunden, aber falls ihr sie habt, dann könnt ihr mir das mitteilen. Und ich kann das hier im Video erwähnen. Aber so richtig hin und wieder mal so ein Aufblinken. Jetzt kriege ich es gerade nicht nachgestellt, aber ihr habt es ja vorhin mal gesehen. So, was habe ich noch eingestellt an Extras? Eigentlich gar nicht mehr viel. Das reicht mir auch. Manchmal mache ich auch den Wassereffekt rein. Das sind aber wirklich alles nur Dinge, um irgendwie jemandem was zu präsentieren. Bringen im alltäglichen Geschäft gar nichts. Eher gerade im Gegenteil, wie gesagt.
umso mehr ihr hier rumspielt, umso instabiler wird euer System und dann macht es ja auch keinen Sinn. Was auch nicht schlecht ist, ist auf Bildschirm zeichnen. Also wenn ich jetzt hier die, das war jetzt die falsche Tastenkombination, Alt, Start, da muss man gucken, auf welche Tasten ich das gelegt habe. Gut. Wenn ich das hier mache, kommt, ja, wie ihr sehen könnt, eigentlich mein Cube. Aber das ist jetzt zum Beispiel auch ein Punkt, was ich hin und wieder mal einsetze. Und zwar könnt ihr direkt auf eurem Desktop hier zeichnen. Und genau den hier könnt ihr auch aktivieren und auf verschiedene Tasten legen. Denn manchmal könnt ihr auch mal einfach, wenn ihr ein Video macht, einen Kreis machen. Ich versuche das jetzt mal. Wirklich aktiviere das jetzt mal und Shift, Alt, okay, seht ihr, also es ist relativ einfach, diesen, ja, diesen Effekt. Wenn ihr es dann leeren möchtet, macht ihr es auch mit, hier mit leeren, Alt, super, das ist dann immer die Windows-Taste, also super ist die Windows-Taste, Alt, super und K. Moment, Alt, Super und K und wieder alles gelöscht. Ich würde jetzt einfach mal hier wieder andere Seite nehmen. Hier, zack. Und dann kann ich wieder auf die andere Seite und die Grafik geht mit. So. Jetzt zeige ich euch einfach, wie ich das mit dem Cube gemacht habe. Beim Cube ist es wichtig, dass ihr in Compiz, also im Compiz Einstellungsmanager, in die allgemeinen Optionen reingeht. Hier im letzten Reiter Desktop-Größe habe ich 4 horizontale Größe, 4 vertikale virtuelle Größen und Anzahl Desktop auf 4. Ich habe die alle 3 auf 4, was ganz, ganz wichtig ist. Danach, wenn ihr das erledigt habt, geht ihr runter. Erstmal den Desktop-Würfel natürlich aktivieren. Hier, genau, jetzt kann ich es nämlich mal verwenden. Genau, hier diesen Haken rein und wieder raus. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, euren Würfel ein bisschen transparent zu gestalten. Ich habe hier beim eben Rotieren, ich zeige es nochmal, dann wird mein Desktop zu 60%, ja, wird mein Desktop unsichtbar. Darum ich das gemacht habe, einfach, dass ich eben hier im Hintergrund dieses Geek-Zeichen, ja, mit dem ich mich ein bisschen identifiziere, mit diesem Ausdruck, dass das zu erscheinen kommt. Jetzt lasse ich es mal los. Und ja, während ich jetzt hier ganz normal schaffe, habe ich es eigentlich auf 100%, war 98. Wenn ich es jetzt heruntersetze, dann seht ihr einfach, was damit gemeint ist. Merkt ihr im Hintergrund, wie sich mein Wallpaper wird immer unsichtbarer. Da kann man auch so witzige Effekte machen, wenn man da hinten so eine Grafik reinsetzt oder eine Videoaufnahme, dann hat man hinten hier im Eck eine Videoaufnahme und kann hier im Vorfeld arbeiten. Alles möglich. Sieht gut aus, wenn man gerade Videos macht. Ich setze es aber wieder auf 100%. Wie gesagt, alles eine Spielerei, alles eine Einstellung, individuelle Einstellung. Das kann jeder für sich selber entscheiden. So, ich denke, hier haben wir alles so erklärt. Wir gehen wieder zurück. Dann wäre noch wichtig, eben Würfel drehen. Hier könnt ihr nochmal ein paar wichtige Dinge einstellen. Ich habe jetzt Zoom 800 gemacht. Das bezieht sich auf das hier, was ich jetzt gerade tue. Also euer Desktop wird kleiner, der wird gezoomt. Das habe ich jetzt hier auf 800. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne übernehmen. Oder ihr macht eine andere Größe rein. Dann war bei mir noch wichtig die Geschwindigkeit. Die war über 1200. Ich habe sie um die Hälfte reduziert. Denn wenn man schon so eine schöne Animation hat, dann sollte man die auch sehen. Ansonsten geht das nämlich alles viel zu schnell, zu ruckelartig. Auch wenn ich jetzt mit den Tastenkombinationen hier, ja, durch die Gegend gehe, dann seht ihr auch, dass hier ein gewisses Tempo einzustellen ist. Genau dieses Tempo könnt ihr hier unter Geschwindigkeit
ich zoome nochmal rein, einstellen. Ich habe da meine 600, das finde ich jetzt gut, wie ihr das machen wollt, müsst ihr wissen. Hier haben wir nochmal Würfel rotieren, kann man Tastenkombinationen hinterlegen. Ich habe jetzt nach links drehen, habe ich die Control-Taste, die primäre Alt-Taste, also die linke Alt-Taste und halt ja, Richtungsanzeigetaste links, dann wird der Desktop sich nach links drehen. Und hier unten habe ich nochmal rechts drehen, habe ich dann genau das gleiche gemacht, nur eben mit dem rechten Bereich. Die anderen habe ich hier gar nicht konfiguriert, sind von System einfach so angegeben, aber die benutze ich auch nicht. Also mir sind wichtig, links, rechts drehen und ja, dann haben wir hier noch Rotation to Cube Face, habe ich auch nichts eingestellt, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, ich mache nur die Dinge, die ich tatsächlich für mich benötige und auch notwendig finde. So, dann hätten wir diesen Bereich auch schon abgehakt. Schauen wir mal runter. Das mit dem Bildschirmzeichen habe ich euch schon erklärt. Und vielleicht noch interessant wäre dieser Zoom. Den klicke ich mal an. Gleich im Vorfeld seht ihr, ja, ich tue mit der Tastenkombination Control und Primär 1, also ja, ranzoomen und mit der 2er rauszoomen. Die 2 habe ich hier einfach für mich selbst bestimmt und zwar geht man hier drauf, sagt Tasten, erstmal eben aktivieren den Haken rein, weil im Vorfeld ist es nicht aktiviert. Nachdem ihr den Haken reingesetzt habt, ja, drückt ihr auf Tastenkombination hier, auf diesen Button. Wenn ihr da drauf geklickt habt, dann nehmt ihr, ich habe jetzt die STRG-1-Taste und sage okay. Nochmal Tastenkombination, STRG-1-Taste und OK. Und Zoom Out, Tastenkombination, STRG-2-Taste. So, und das funktioniert. Hier hat man auch noch Möglichkeiten, mit der Animation rumzuspielen, den Zoom langsam oder schwer zu machen. Habe ich alles mal ausprobiert, man kann wirklich sehr viel verstellen. Da aber auch bitte mit Vorsicht dran, nicht, dass ihr irgendwann mal gar nur noch den Zoom Out oder Zoom In ja, aktiviert hatten und den Zoom Out nicht und dann habt ihr immer ein Problem wieder raus zu zoomen. Müsst ihr ja euren Rechner vielleicht sogar manchmal neu starten. Ist mir auch schon alles passiert. Also da bitte mit Vorsicht dran gehen. Aber so wirklich schrotten kann man dadurch nichts. So, das sind jetzt meine Einstellungen, die ich mir noch vorgenommen habe über Compiz. Eben abschließend zu meinem vorigen Video. Ja, ich hoffe, den einen oder anderen war das eine Hilfe und für die anderen vielleicht eine Ergänzung. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.